Ja, okay, dann müssen wir wahrscheinlich immer mal wieder Prämien zahlen im Moment noch, wo wir uns gewisse Sachen halt nicht leisten können. So. Das ist zwar nicht so geil, weil das ist extrem teuer, aber ne, ist nicht so, als hätten wir eine Wahl. Also müssen wir gucken, dass wir den ganzen Stuff da auf jeden Fall möglichst schnell an den Start kriegen, damit wir da unsere Leute ein bisschen mehr zufriedenstellen können, dass wir nicht andauernd Geld ausgeben müssen, damit die da bleiben. Zum Beispiel, indem wir jetzt forschen und nicht da irgendwas machen, sondern Büro und das hier erstmal auswählen. Dann gehen wir in dieses Menü, Unternehmen Vorteile, Rentenversicherung. So, da bist du direkt mal ein bisschen glücklicher. Du bist ein bisschen glücklicher. Wir sind ein bisschen glücklicher. Ach, ich hätte jetzt aber doch gerne noch kostenlose Mitgliedschaft im Fitnesscenter und kostenlose Getränke. Geil. Ich bin mir erstmal egal. So, der Rest hätte eigentlich nur noch gerne ein Whiteboard. Und halt ein bisschen andere Arbeitszeiten, aber da kann ich bisher, soweit ich weiß, halt nichts dran ändern. Ja, okay, Whiteboard ist die nächste Sache. Gemeinsam mit dem Feature hier erhöhen. Du hast noch nichts von beidem hergestellt. Willst du mich verarschen? Kann sein, dass du nichts von beidem hergestellt hast. Wo hängt's denn? Der ganze Rest entwickelt doch auch ihr Zeug. Der sitzt einfach nur 80% der Zeit darum, macht nichts. Sehr schön, die hat sich krank gemeldet. Oh, Moment, Moment, Moment. Fällt gerade auf. Machen wir direkt noch eine Schulung. Ich weiß nicht, wo die uns noch hinführt, aber wird schon nicht schaden. So, du kriegst mal deine Prämie. Oh, das ist nicht gut. Können die nicht so oft machen, wie wir wollen. Ja, aber ganz ehrlich, wo fehlt's denn da? Das da musst du von mir aus nicht machen. Nur die zwei. Hier ist Zahnrad, musst du dafür noch machen. Kann doch nicht sein, dass du schon wieder nichts hast. Moment. Du hast. Ach, für das brauchst du das Schnittstellenmodul. Okay. Warum macht der denn nicht einfach weiter? Also, das finde ich aber irgendwie schon kacke, dass er im Grunde lieber dann da 10 Tage rumsitzt und gar nichts tut, anstatt einfach mal die nächste Komponente zu machen und dann halt irgendwann später zu der hier zurückzukommen. Das ergibt doch total gar keinen Sinn. Das würde in Real Life doch niemand machen, sich dann einfach da hinsetzen. Nee, ich mache jetzt nicht weiter. So. Du darfst von mir aus mal ein bisschen lernen. Schon direkt eine ganze Menge vergangen.
ein ganzes Jahr sogar schon. Und natürlich hast du dich jetzt krank gemeldet. Geil. Natürlich ist da noch nichts fertig. Ah ja, okay, deswegen, okay. Ja, hoffentlich bist du morgen wieder da. So, wenn ich aber gerade so überlege... Moment. Ich glaube, von dem anderen Stuff haben wir gerade genug. Ich würde bei euch mal eine Schulung anwerfen. Ich glaube, wir haben von den Komponenten, die wir dafür brauchen, haben wir eigentlich alle. Okay, diesmal hast du dich krank gemeldet. Da ist alles okay. Solange ihr auf Dauer mit eurer Schulung da fertig werdet, ist alles supi. Wir sind auch mit unserer Schulung gleich fertig. Ja. Können wir überhaupt noch irgendwas lernen jetzt? Nein. Leider haben wir auch nicht besonders viel Geld, was wir uns einfach so holen könnten. Manager oder Personalvermittler? Manager. Bonus pro Mitarbeiter 110%, okay. Moment. Bist du schon fertig? Ja. Oh, Gehalt wird um 3000 erhöht, aber ich glaube, es lohnt sich halt. Ist bei euch auch so, ne? Ne, du bist noch nicht fertig. Und du? Auch nicht. Hm. Okay. Gehen wir erstmal hin und Sekunde. Nee, wir gehen erstmal auf die Webseite. Verbessern müssten wir eigentlich können. Warum hat er keins von denen mehr? Braucht er so eins? Oh, er braucht so eins dafür. Oh, okay. Moment, stopp. So eins müssen wir nochmal machen. Das heißt, wir brauchen wieder so eins und so eins. Muss ich das von mir aus machen? Okay. Produktionspläne erstellt. Nein, das war nicht das, was wir wollten. Wir wollen die gerne verwalten. Ich würde gerne den Plan auch sehr gut bearbeiten, nämlich. Ich weiß nicht, wenn ich da sage Zielmenge, macht er denn auch alle Komponenten, die der dafür braucht? Kunde, sagen wir mal, das wäre dann in unserem Fall, du sollst so eins erstellen. Sekunde eins. Gucken wir mal, vielleicht macht das ja von selbst. Huch, nein, da wollten wir nicht hin. Das ist ein ganz klares Nein, macht er nicht. Das heißt, wir müssen alle Unterpunkte halt auch selbst einstellen. That's unfortunate.
So, das heißt, wir müssen da sagen, ob ein Backend-Modul war es. Nee, es war kein Backend-Modul. Es war... Als Grundlage dafür musstest du Liner Manager ein, hier das Schnittstellenmodul herstellen. Genau. Aber jetzt ist wenigstens die Reihenfolge egal. Direkt nochmal Schulung. So, bei dir auch. Und jetzt müssten wir die Website verbessern können an der Stelle. Ach so, bis jetzt erst am Frontend-Modul. Okay. So, jetzt aber. Jetzt können wir es. Sehr gut. Alle super glücklich. Das gefällt mir doch. 6% Adblocker. Das gibt's aber nicht. Gibt's auf unserer Website nicht. Keine Adblocker. Erhöhen wir das allerdings mal, dann seid ihr da natürlich unzufrieden, weil das alles ein Level niedriger ist. Okay. Das heißt, wir machen das nochmal jetzt dann. So, er macht im Grunde jetzt ein Schnittstellenmodul und dann macht er ein Frontend-Modul wiederum. Genau. Dann können wir nämlich das Teil auch schon mal upgraden wieder. Moment. Nope. Gehen wir da hin. Achso, okay, er muss das natürlich noch machen. Das ist wahr. Oh, stimmt, dafür muss er dann ja auch nochmal den ganzen anderen Shit da haben. Das Backend-Modul und so weiter. Moment. Genau, dafür gehen wir einfach mal zu uns. Sagen dann, wir müssen ein paar Sachen produzieren. Und zwar bräuchten wir da ein bisschen was Neues hier bei unserem guten alten Produktionsplan. Ah, da steht jetzt auch hier Modul überspringen, wenn deren notwendige Komponenten nicht verfügbar sind. Warum nicht gleich so? Wir müssen das nur einmal einstellen, das ist viel besser. Hm, so, da wollen wir auch einen Teil haben. Und da dann so ein Video-Wiedergabemodul. Moment, hat er das andere Teil gespeichert? Ich glaube, das hat er nicht gespeichert. Genau, das Back... Doch, das Backend-Modul hat er gespeichert. Das war nur im Bestand, hatten wir bisher keine. Darf er erst nochmal so weitermachen, dann ist das okay. So, habt ihr alle schon wieder schönen Feierabend. Dieses kommt, uns geht irgendwann einfach das Geld während dem Tutorial hier aus. Wollen nicht effizient genug arbeiten. Und stattdessen böse Sachen tun, wie dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter sich weiterbilden können. Moment, Moment, Moment. Damp hat ihr... Was? Eine Gehaltserhöhung von knapp 2000 und einen Bonus von 9000. Wenn ich A drücke, passiert nichts. Also, ich kann... Hey, diesmal macht das. Keine Ahnung. Eben hat das nicht gemacht. Ist hier geblieben. Aber wir haben es ja halt auch angenommen, also. Moment, ich glaube, wir haben das Zeug zusammen für dieses Upgrade. Immer noch nicht, verdammt.
Sag mal, wenn das Frontend-Modul da ist, dann haben wir alles zusammen. So, Moment, Moment. Jetzt. Ja, sehr gut. Müssen wir noch das machen? Da brauchen wir nochmal ein Zahnrad, so ein Teil und die Kiste. Und für die Kiste wiederum brauchen wir Eingabemodul. Da haben wir noch eins, aber können wir noch ein paar machen. Und noch so ein Teil. Okay. Nee, müssen wir gar nicht hin, sondern dahin. Also Produktionspläne. Das ist alles schon nicht so unkompliziert. Genau. Dann müsstest du bitte mal... Nee, das ist eigentlich okay. Obwohl, nee. Aber davon mal zwei... Auch mal zwei. Und das Management-Modul. Nee, das brauchen wir nicht. Das hier allerdings auch. Doch, das haben wir aber auch schon. Okay. Gut, der Rest ist noch ein bisschen am Lernen. Aber wir können euch eigentlich die Upgrades gar nicht geben. Das ist zu teuer einfach. Was wir allerdings tun können, ist euch mal hier auch in die Produktion ein bisschen einzuplanen. Nichts tun ist nämlich auch nicht drin. So. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Einmal volles Programm hier. Videokomponenten. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht. So, dann bei dir. Auch da einmal volles Programm. Ich glaube, hier so ein UI-Element brauchen wir auch, ne? Machen wir einfach mal. Top. Sind sie alle am Arbeiten. Du bist am Erforschen. So sehe ich das doch am allerliebsten. Dann können wir da nochmal gucken, ob wir da irgendwas Praktisches kriegen können. Gut, das hier ist alles noch nichts für uns. Büro ist nicht schlecht. Features, Frameworks, Hosting. Da sind wir halt noch nicht bei Hosting. Bei Features brauchen wir jetzt aber auch gerade keine. Oh, obwohl Textanzeigen. Generiert den geringsten Umsatz, nervt die User aber nicht allzu sehr. Wäre eigentlich auch geil. Momentan aber eher noch nicht drin. Warten wir lieber ab. Das kommt schon noch alles. So. Jetzt müssen wir nur noch das ganze Zeug da alles bekommen, damit wir da bei unserer Website etwas weiter sind. Zahnrädchen haben wir schon mal, das gefällt mir auf jeden Fall. Das Teil haben wir auch. Jetzt werden wir das aber gleich wieder verlieren, wenn wir die Kiste da herstellen. Das würde ich auf jeden Fall gern noch schaffen. Das wäre nämlich ganz wichtig. So, da sehen wir auch. Serverlast. Risikokapital. Okay. So weit sind wir noch nicht. So, ich weiß gar nicht, als wie viel das er dann letztendlich
an dieser Kiste da arbeiten wird, weil er macht ja jetzt die Sache mit dem Überspringen. Sprich, er macht die Sachen dann immer so, wie sie passend sind, vermute ich. Hoffe ich mal. Das wäre zumindest das Beste für uns. Aber auf jeden Fall bisher hat er noch nichts dran gemacht, weil ich weiß, das dauert ewig lange. Ich glaube, es ist dieses Content-Management-Modul, an dem er jetzt arbeitet. Das müsste es sein. Ja, da braucht er nämlich auch längere und mehrere Tage dafür. Also es ist ein gutes Zeichen in dem Fall. Ich weiß, er hat es jetzt fertig. Gucken wir mal, dass wir es jetzt implementiert kriegen vielleicht. Ah, okay, jetzt brauchen wir die Dinger. Die haben wir verwendet, leider. Aber kein Ding, kriegen wir gleich hin. Die waren ja vergleichsweise viel easier zum Herstellen, sehen wir da, ja. Jetzt bräuchten wir nur ein Zahnrädchen. Und dann bin ich happy. Das ist alles, was wir wollen. Ja, sehr schön. Top. Du willst immer noch mehr E-Mail-Kampagnen haben, oder was? Können wir natürlich machen, aber wir haben halt auch nicht unendlich Geld, ne? E-Mail-Kampagnen haben wir... Ich glaube, über uns geschaltet, oder? Nein. Über die Webseite. Marketing. Genau. Ich meine, why not? Machen wir mal für die Startseite. So, Budget. Machen wir mal ein Budget von 5.000. Nicht 50.000, das wäre ein bisschen problematisch für uns. Denn das haben wir nicht. Gucken wir gerade mal, vielleicht kriegen wir es hier hin. Ein paar Leute auf die Seite zu ziehen, so. Erreicht 20.000 User. Wie viele User haben wir denn? Okay, wir sind bei 100% potenziellen Usern. Augenscheinlich. Okay, dann müssen wir noch sehr viel weiterarbeiten, wie ich sehe. Momentan sind wir bei potenziellen Usern von 6.000. Also da müssen wir ja schon extremst noch anziehen. Eigentlich um 2-3 Level mindestens. Aber das schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr heute. Also würde ich sagen, sollte es erstmal für heute gewesen sein an der Stelle. Ein wenig von Startup Company. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, natürlich gerne ein Like da lassen, um mir zu zeigen, dass ihr mehr sehen wollt. Natürlich auch gerne ein Abo, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.